Hi, heute nochmal einen kleinen Tipp zu Amazon Music und Sachen, die ihr da mögt oder nicht mögt. Je öfter ihr das sagt oder das festhaltet, desto genauer wird die Wiedergabe von Musik, die euren Musikgeschmack treffen. Ihr könnt das auch ganz einfach per Sprachbefehl machen, wenn euch der Echo Dot, wenn ihr Musik oder so darüber abspielen lasst und euch gefällt ein Lied, dann könnt ihr einfach Daumen hoch oder Daumen runter sagen. Bei Daumen runter springt es zum nächsten Lied, bei Daumen hoch merkt sich das Ding das. Und so wird die Musikwiedergabe für euch immer mehr verfeinert werden. Und finde ich eine ganz coole Sache. Also wenn ich jetzt einfach sage Musik an, dann trifft sie eigentlich meinen Musikgeschmack schon sehr genau in dem, was sie mir da abspielt. Ich zeige euch das mal, Alexa. Musik an. Hier ist ein Radiosender, der dir vielleicht gefällt, Ed Sheeran. Wenn ich jetzt bei dem Lied sage, Alexa, Daumen hoch. Okay, die Bewertung ist gespeichert. Oder wenn ich auch sagen würde, Alexa, Daumen runter. Okay, ich habe deine Präferenz gespeichert. Ihr seht, dann springt sie zum nächsten Lied. Alexa, Musikstopp. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Ich hoffe, dass man demnächst auch dann sagen kann, Alexa, spiel meine Daumen hoch Musik oder Lieblingsmusik. Und was auch noch cool wäre, wäre, wenn man Lieder einfach per Sprachbefehl einer Playliste zuordnen könnte in Zukunft. Ich hoffe, Amazon arbeitet daran, dass man dann einfach sagt, diesen Song auf meine Playliste Dezember setzen oder was auch immer oder auf meine All-Time-Favorite-Liste setzen. Fände ich eine coole Sache. So, hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit meinem Daumen hoch, Daumen runter hoch, Daumen runter Tipp. Probiert es mal aus, klappt immer und erspart euch auch fürchterliche Musik, die ihr gar nicht hören möchtet. Vielen Dank fürs Reinklicken, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.